Mir egal, ich schieße dir so lange in den Kopf, bis du kaputt gehst. Ich habe nur 19 Stück, ich habe ja noch 8 volle im Lager. Da. Jetzt bist du ein bisschen kopflos, hä? Huh? Wenn willst, ich kann dir ein paar Fusionskerne abgeben. Ich muss erstmal Kronkorken. Ich hab 6 Fusionskerne, so es geht. Oh, ich habe noch ein anderes schönes Spielzeug. Neben dem hier. Neben 50 Millionen. Mir ist jetzt übrigens erst wieder eingefallen, dass Supermutanten gegen Energie anfällig sind. Nur mal so. Also. Kaliber 50 MG. Ja. Parasitisches Monster von Crafton. Ach so, der steckt ziemlich viel Schaden ein. Aber ist nicht so, also sein Angriff ist nicht so stark. Schau, dass du ihn taktisch erwischt, indem du von der Straße oben auf ihn schießt, weil der die Straße nicht raufkommt. Wenn du vom Energiekraftwerk auf ihn schießt, dann kommt er gar nicht an dich ran und du kannst schön auf ihn schießen und sein Schaden macht nicht so viel, sein Angriff macht nicht so viel Schaden. Ja, ich sehe. Ja. Power-Rüstungs. Ständer. Ich wünschte, ich könnte jetzt auch endlich mal einmachen. Ja, so für die Base. Halt Bergwerk, dafür die Bergwerk-Mission machen doch. Wie gesagt. Und dafür brauchst du halt 36 schwarze Titan. Hat mich der Supermutant gerade Kübelkopf genannt? Die Sau. So, du. Gehen wir mal darauf. Oh ne. Warte mal. Hätte man jetzt nicht. Nehme ich mit. Bäcker nehme ich auch mit. Dit. Ich habe keine Ahnung, welche Fabrik ich hier überhaupt entdeckt habe. Oh. Hab einen neuen Hammer gefunden. Oh. Passt halt besser zu einer Power-Rüstung. So. Dann gucken wir mal schnell. Ja, also ich kann dir, wenn du willst, kann ich dir gleich einen Supermutanten-Hammer mitbringen. Ja, so einen Superhammer nehme ich gerne. Geht doch. Falls ich einen kriegen sollte, kriegst du einen. Mit einem Paddel war ich ein bisschen zu langsam. Mit einem Paddel? Ja, ein Supermutant wollte mit einem Paddel hauen. Und ich habe einen zweiten schon gefunden. Also die Taschenlampe an der Powerrüstung ist echt eher traurig. Die ist echt traurig, Alter. Ich habe gerade einen Sturm bei mir. Fusionskern, nice. Oh. Was denn? Es ist. Kura hat das Viech getriggert. Nein. Ja, es kommt zwar jetzt hochgelaufen, oder was? Oder wo seid ihr? Also wenn ich das... Ich mal oben. Ich bin runtergefallen. Also ich habe gerade einen Redstorm bei mir. Alter, wer schießt dann noch auf mich? Was soll ich bitte sagen? Ich bin beinahe tot. Aber weißt du was, die einzigen, die übrigens Kronkorken dabei haben, sind Supermutanten, fällt mir gerade so auf. Ja, geil. Ich habe gerade einen Arsch voll. Ich hab doch gesagt, du musst es taktisch machen, von oben. Ja, das Problem ist, plötzlich hat der Akku auf uns gezogen. Ja, der hat ja dann trotzdem Akku auf euch, bleibt aber unten stehen und bewirft euch mit Matsch. Ja, wir waren noch unten. Ach, ihr wart noch unten.
Ja. Ja, okay, ja, gut, dann ist es doof. Dann macht der Schaden, ja. Ich werfe halt eine Granate oder sowas, wenn du noch eine hast. Ja, da lass mich irgendwas noch haben, was TP wiederherstellt. Hm. Soll ich schnell mit zu euch kommen? Ich glaube, ich bin hier auch durch. Soweit. Jetzt sehe ich gerade nichts mehr. Noch ein bisschen Loot. Soll ich? Wäre nett. Neue Laser, okay. Scheiß drauf, dann komme ich mit zu euch. Dass ich immer auf die falsche Taste drücke erst. Das spawn ich zum Poseidon-Kraftwerk. Weil ich ja weiß ja, wo das Ding ist. Ihr müsstet ja... Nee. Wir sind weiter oben noch in dem Gebiet. Hm? Die ist doch nur da. Nein. Dann ist die hochgelaufen. Davon, wo wir ursprünglich ausgegangen sind. Ja, ich komm mal. Nebenbei stecke ich mir einen Lebkuchen ins Gesicht. Das ist kein Eventgebiet. Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. So. Ich wiederhole. Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Im Poseidon Energy Kraftwerk WV-06 hat es einen kritischen Zwischenfall. Aber jetzt keine Zeit, muss meine Kumpels holen. Bleibt bitte drin und wartet auf weitere Anweisungen. Müsst du nochmal was unten? Ich kann nur Stufe 40 das fähig. Muss mal schnell schauen, wo ihr seid überhaupt. Wo heilt ihr? Ach, ihr seid da oben! Komm her, Schnuggi. Ich hab jetzt gedacht, die ist da unten. Ihr meint die? Mein Gott. Ihr meint ja was ganz was anderes. Warum mache ich eigentlich Schnellreise zu dem nächsten Gebiet? Ich hätte auch zu euch machen können. Zart, wo seid ihr? Wir hatten Merkelzustand. Ist schon down? Ja. Ja. Da bin ich extra zu euch gekommen. Hüpf. Oh, guck mal, da ist noch ein Bahnhof. Gibt's den Händler? Ja. Nice. Eigentlich wollten ich in Korea woanders dahin, aber... Also ich wäre ja dafür, dass wir vielleicht nochmal auf die Schlinger treffen. Die waren ja überhaupt so... Ja, einfach. Ja, sollte man auch eine Power Armor mal voll schnell tragen können. Deswegen wollte ich ja mit woanders dahin. Ja, es gibt ja genug. Ein Protestmarsch. Ich möchte jetzt aber erst handeln. Ach, diese Lebkuchen. Ja. Er hat Kronkorken. Häufig ja. Nicht mehr schwer. Oh, und der hat bei dir mehr Kronkorken gehabt als bei mir. Sauerei. 200 hat er. So. Ein paar Erfahrungspunkte to go nehme ich mir schon mit. Bürger, was denn? Das war ein Raketenwerfer. Nice, wo ich komm? Ich habe nur das Ding gehört, aber ich kann dir nicht sagen von wo. Hallo Scharmützer. Wenn sie vorhätten, nicht getroffen. Ich find's ja so schön, wie Kuro in jedem Gebiet rumläuft, wo er eigentlich noch lange nicht hingehört. Und ich da rumlaufe, wo es für mich schon eigentlich langweilig ist. Okay. Aber ich will wenigstens das ist alles normal sehen. Bei mir. So, jetzt hat er keine Kronkorken mehr und ich habe jetzt da genau 1300. What? Oh, du könntest dir die blaue Pause holen, die ich mir holen wollte.
Wo ist Kuro jetzt? Ich sehe nur Sandman hier. Jetzt ist Sandman auch weg. Wo seid ihr? Ach, ihr seid beide da vorne. Ich könnte mir einige Blaupausen holen. Welche Blaupause brauchst du denn, Kuro? Oder welche willst du? Ich wollte mir die für die akustischen Instrumente holen. Du auch? Ach so. Ich hab das Klavier nämlich geholt. Ja, aber die kostet 770 Kronkorken. Das Klavier kostet ja 620. Hallo Knast. Ah, komm. Zu dem Thema bevorstehender Aufstand. Lass mich mal kurz die Waffe wechseln. Ey. Etza, wechsel die Waffe und du gehst mal weg von meinem, Was denn, Kuro? Falsche, immer noch falsche Waffe. Und nur die Zelttür aufgemacht. Ja, und die haben wir eigentlich auch dran. Wenn du dafür lange brauchst, tut mir leid. Ich muss gerade aufpassen auf Lebkuchen und auf Ding, weil ich eine Katze neben mir hab. Ey, wollen wir eine Runde Billard spielen, Kuro? Ich hab grad ein Problem. Ich bin bei euch vor der Tür und wollte zu euch laufen und euch ein bisschen ärgern. Auf einmal startet ich ein Event, jetzt reicht's mir. Es muss sein, dass die Handschellen nicht anlegen kann, Kuro. Komm, gehen wir mal zu dem Event. Ich bin neugierig, was das ist. Ich muss definitiv die Rüstung durchreparieren. Ja, bei dir ist schon also einiges war kaputt. Ja, der Torso und der rechte Arm habe ich ja Kuro gegeben, aber linke Arm, Helm ist durch. Dein Bein hat das linke Bein definitiv. Wo ist das Event jetzt? Ja, hier ist das Event. Finde den Treffpunkt der Demonstranten. Sind erstmal instant Supermutanten gespawnt. Da wo ihr seid. Ach da, ich hab ihn gefunden. Ah. Nicht nur die Gatling Gun höher. Was denn? Ach, das warst du. Ich will auch mit drauf schießen. Da hat sich Kuro das eine Mal beschwert und hat gesagt, jetzt wenn du den rausholst, ich komm mir nicht mal, ich krieg nichts mehr ab. Der hat einen Raketenwerfer, kann das sein? Hm? Einer sollte hier einen Raketenwerfer haben. Ich kann keine Rakete werfen. Ja, ich denke, der da oben hat den Raketenwerfer. Ja, der da oben hat einen. Ich weiß, wie ich da hochkomme. Ich nicht. Habe ich keine Kryogranaten mehr? Kann nicht sein. Ich habe keine Kryogranaten mehr. Dann gehen wir in Plasma. Halt die Ruhe, Schnauze da. Hier, fang. So, ich bin ja schon beinahe oben. Weil man kommt nicht von innen rein. Zu ihm. Ach so, jetzt muss ich erstmal wieder nachladen. Das ist auch noch so ein bisschen Bug, was mich so stört. Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. Noch einer. Ist jetzt Schluss? Muss noch einer. Ach da. So. Wenigstens habe ich mit denen noch erfahrt. Hier ist Ruhe jetzt. Sind die überhaupt noch oben auf dem Dach? Nein. Wo waren die? Denke ich nicht mehr, dass die oben noch am Dach sind. Ich mache mich jedenfalls auf den Weg. Ich brauche mehr Power Armor Teile. Hier ist der Treffpunkt, denke ich. Oh. Die Bestie von Grafton. Ja gut, die kenne ich. Teil 1 von irgendwas. So, wo geht's denn hier hoch? Ich würde mal sagen, wir gehen durch die große Tür hier. Und die Treppe hoch.
Und hier ist der Treffpunkt, würde ich mal... Oh! Oh! Aufseher-Logbuch! Okay. Aufseher-Logbuch. Grafton. Der Bürgermeister von Grafton war der automatische Assistent und ist vollkommen wahnsinnig geworden. Versucht immer noch die Stadt zu regieren und hält sogar Wahlen für sich ab. Wir haben diese Maschinen gebaut, damit sie Dinge ohne uns erledigen. Und das haben sie getan. Es könnte nützlich sein, mitzuspielen. Wo man überall Aufseher-Logbücher findet. So, wo muss ich eigentlich hin? Hier, Tage im Buch. Also ich habe schon noch einige Missionen. Spur. Also hier gibt es schon noch einiges, was wir finden müssen. Mhm. So, ich mache jetzt aber dann heute mal Schluss mit Street. Ich verlasse das Gebiet, ich will jetzt nämlich zur Power Armor. Möchte ich Schluss ist jetzt da oben, du Depp. Ich will reißen. Danke, dass du den Arm runtergefallen ist, dann kann ich dich looten. Hm? Sonst schlafst du in der Wunde, wenn du kaum vorankommst. So. In den kurzen Zeitabschnitt. Ja. So, ab ins Camp. Ich muss morgens leider scheiße früh raus. Ach scheiße, stimmt, ich bin ja frei. Ja. User was banned from the world. Oh, cool. Hä? So. Ich setze mir das mal an. Ganz genau. So, ich bin jetzt zu Hause. Zieh aber die Powerrüstung aus und lager sie ein, wenn's geht. Hoffe ich mal. Kannst du auch im Inventar lassen. Komplett zusammengebaut. Wie? Indem ich aussteige und aufs Ding drücke, oder? Space aufsammeln. Ja, das hast du. Einfach einsammeln. Powerrüstung in deinem zurückbefördert. Nice. Sie dann gleich mit ganzen Tauben. Nee, das ist einzeln. Nee, sie wird dann im kompletten eingelagert. Ah. Ich habe eine Raider Power rechtes Bein. Braucht es einer? Ich hab hier gerade 32. Ich würde mal gucken, gleich welches Bein ich brauche. Ich brauche eins. Eins ist ja. Ich habe nämlich noch hier ein kleines Problem mit einem legendären Speed. Ah. Ich brauche auf jeden Fall Fusionskerne. Ein paar. Ich kann dir ein paar abgeben. Sollte ich halt nur nicht immer dauerhaft mit deiner Minigun rumrotzen. Ja, aber mit der Minigun rumrotzen, wenn da auf einmal ein paar mehr Gegner rumstehen, dann ist das schon angenehmer. Dann macht die Minigun schon deutlich mehr Schaden als eine Schrotflinte. Ich nehme den Hammer raus und hau meistens mit einem Schlag die meisten weg. So. Braucht das Heimglück allein. Muss mal kurz raus. Rein. Aber das ist doch langweilig. Minigun macht doch viel mehr Spaß. Sagt der wohl mir Mangel, dass er keinen Konfusionskerne hat. Du wolltest doch einen Superhammer. Hab jetzt schon zwei. Ach so, ja gut, dann tue ich den weg. Wieso? So kaum Fusionskerne ist nicht. Ich habe jetzt noch vier. Ich habe gerade ein paar weggerotzt, aber die hatten alle nicht mehr volle Ladung. Die sind alle schon angelutscht. Ach ja, stimmt. Ich kann ja jetzt Wolfboy und Wolfgirl machen. So, ja gut, die konnte ich zuvor auch schon. Und Laser streuend. Ich habe einen Laser. Ballensteller Brustteil. Was habe ich jetzt gelernt? Irgendwas habe ich jetzt gelernt. Ich wollte ja nachgucken, welches Bauteil. Was hast du gesagt? Rechtes Bein? Rechtes Bein habe ich ja. Ja, rechtes Bein habe ich selber.
Soll ich zerlegen? Ja, kannst du zerlegen. Ich würde gerne wissen, wie ich an die Mods rankomme. Zum Teil. Für die Power Armor. Ja, das würde ich auch gerne wissen. So, da haben wir noch 4 Flaschen, 6 Stück. Die zerlegen wir auch. Und Schrott, glaube ich. Das kann auch weg. Und Schrott will ich gar nicht wissen, wie viel wir haben. Ich glaube, das restliche Zeug mache ich dann offscreen wieder. Zerkleinern und den ganzen Zeug. Und mal verkaufen. Kann es sein, dass die Power, das Power-Rüstungs-Chassis nur trotzdem nur 10 wiegt? Wenn du es. Ja. Sehr geil. Cool. Schleier der Geheimnisse habe ich immer noch. Quest-Missionen. Gut, das muss ich auch noch weitermachen. Aber in das Gebiet bringen mich. Ach, da muss ich ja gar nicht mehr hin. Ich müsste jetzt dann da runter. Nee. Irgendwo muss ich das Gas holen. Ich glaube, es war irgendwo da. Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich aktivieren. Wir haben eh schon wieder so viele Missionen bekommen, nur durch das Rumlaufen da. So, ich verabschiede mich ja, für euch aus. Mal kurz eine kurze Zwischenaufnahme. Die ist jetzt für den Stream nicht. Wir haben Hunter irgendwas getroffen. Hunter, die Nummer weiß ich jetzt nicht. 64-9, glaube ich. Nummer ist nicht wichtig. Nummern sind unwichtig. Ja, die Nummer benutze ich nur, weil es das andere einfach nicht geht. Das ist immer irgendein anderen, der es schon hat. Und wir machen jetzt schnell ein Event und ich habe mir eine Werkstatt geholt, wo ich Fusionskerne bekomme. Und wir machen jetzt schnell ein Event, der hat gesagt, hier wird's lustig. Also geh ich einfach mal mit hin, ich vertraue ihm. Er ist zwar 65, aber ich werde schon sterben. Wünscht mir Glück! Ich zähle gleich meine Power Armor an, gefühlt. Oh ja, die könnte ich auch anziehen. Ja, das wär anzufehlen, weil ist ziemlich viel Radioaktivität in den Tunnel drin. Warte, da muss ich aber erstmal die Power Armor anziehen. Ey, Kleidung, Powerrüstung. Zack. Und wir gehen rein. Ich folge euch schon. Ich bin neben der Powerrüstung eingestiegen. Interessant. Skills. Fucking Cheater. Oh, scheiße, ich bin wieder zu schwer. Warte mal kurz. Kann ich nicht, während ich die Powerrüstung trage. Muss nochmal kurz aussteigen. Ich bin wieder neben der Powerrüstung ausgestiegen. So. Habe ich gerade ernsthaft unten gesehen, dass ich. Wartet auf mich! Lauf doch nicht davon! Ja, ich muss aber das auf die richtige Zeit meines Events sein. Das fängt ja schon an. Jemand ist schon da und knallt dir schon all die Dinger kaputt. Ja. So, mal kurz nur Aufnahme. Stream ist auch gerade aus. Weil das gerade spontan war. Eigentlich wollte ich nur reingehen und mein Zeug ein bisschen verkaufen und ein bisschen. Eigentlich nicht wirklich was machen. Wo seid ihr hin? Ihr seid hier. Ich sehe euch nicht. In die Mine reingelaufen. Gerade durch? Gerade durch, da rechts ist die Tür. Gerade durch, okay, die Schiene entlang. Rechts ist eine Tür. Achso, du bist ja schon vor mir. Ja, vor okay, dir, hi. Hi. Ich lauf einfach mal Sandman hinterher. Ich hab grad wenig Munition. Irgendwas knurrt mich von links an. Ein Grubenarbeiter. Ich muss jetzt aber auch selber schauen, war auch noch nie bei dem Event hier dabei. Hallo Level 16er. Hallo, da ist der Hunter, hi. Oh, atomare Abfall, den nehme ich mit. Nicht nur du. Oh, jetzt darf ich. Ah, doch. Ich brauche nichts davon. Wir laufen dir einfach mal hinterher. Die Sachen zu looten. Ja, schon super. Verstehe,
Hauptsache man hat mal drauf geschossen, der Rest ist egal. Ja, bei den Gegnern. Scheißegal, wir nehmen alles mit. Alles wird hier dauer-ge-spammt. Das ist hier übrigens gleich auf dem Raum aus. Ist auch eine Werkstatt, wo man die Sachen spammen kann. Wer schießt denn da von wo? Ich sehe keinen. Leute, macht ihr eine Hektik? Ich komme gerade gar nicht klar, wo es wäre. Sandman? Star, hi, da bist du. Da vorne ist irgendwas markiert für mich. Ja, das sind die Uranium-Kuppen oder was wie man das nennen soll. Ich will da nicht wirklich Granaten runterwerfen, weil ich Angst habe, einen von den Spielern zu treffen. Und ich will keinen von den Spielern treffen. Nehmen einfach alles mit. Da, 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 da. Loot everything. Jetzt kommt wieder ein Legendary. Wo? Ja, ich weiß nicht wo, ich weiß nur, dass er kommt. Ach so. Ja, da oben. Oben? Ey, ich häng hier. Achso, ich häng an Gegnern. Lass mich mal durch. Ich glaub, ihr habt den schon, oder? Ja, tut kurz. Ich bin da nur sau vorsichtig. Ich will keinen von den Spielern hauen. Nicht, dass ich dann instant gleich Kopfgeld bekomme. Kannst du auch bei den Game Options von dem Spiel kannst du auch Passive Mode anschalten. Da kannst du keinen Schaden machen an andere Spieler. Was kann ich? Ach, Passive Mode? Ah, danke, dass du mir das sagst. Das wusste ich gar nicht. Ne, das ist auch nicht etwas, was ganz deutlich erklärt wurde durch das Spiel. Das wurde erklärt? Ne, das wurde nicht erklärt. Ach so. Das sage ich dir jetzt. Ja gut, dann mache ich das frei. Weil ich will keine anderen Spieler haben. Ich hab's vergessen immer wieder. Einstellungen. Müsste dann im Spiel sein. Ja. Pazifisten-Modus. Ein. Genau. Also wenn du noch, auch noch schwarzes Titanium brauchst, dann ist das auch eine ganz gute Stelle, um das zu minen sozusagen hier. Hm. Braucht er noch, weil er hat noch nicht die Bagger Power Armor. Ich will sie auch nicht. Dafür, aber da kriegst du dann auch die Blaupause. Wenn selber mal aussehen, dein hier Power Armor Frame finde ich das schön. Ne, da rufst du wahrscheinlich nicht lieber frei. Power Armor Frame, da gehe ich einfach dahin, wo es die Power Armors gibt. Da ist einer. Einer von den Grünen. Wie er alle aber drauf springt, wie die Irren. Ja, was krieg ich? Ein Kreuzschlüssel. Der hat wieder keine Granaten ausgewählt, ja. Hört mal auf, wer hier von allen Seiten auf mich drauf zu schießen. Hilfe! Tschüss. Na denn. Ich muss mal kurz Granaten hier, Waffen. Baseballgranate, danke. Das ist auch so ein bisschen, was mich nervt, dass der die Granaten immer automatisch nicht mehr anlegt. Ja, das stimmt. Dann stehst du immer in so einem Gebiet und dann willst du eine Granate werfen, auf einmal haust du den einfach nur mit deinem,
Waffenkolben jemanden eins in die Fresse. Oder so doof, dass wir auf dem PC mit dem Keyboard mit mehr als 100 Tastaturen, dass wir dann irgendwie direkt irgendeinen Mausknopf oder einen Nahkampfknopf benutzen müssen, um eine Granate zu werfen. Jo. Stimmt. Ich hatte da nicht einfach eine andere Tastatur vor benutzt. Also ich merke, ich mache hier sehr, sehr wenig Schaden gegen den Gegenüber, den Gegnern gegenüber. Aber wahrscheinlich, weil du der Level was 20 Waffen hast? Nein, die ist 35, die ist 30. Also nicht mal ja, so schlimm. Die habe ich erst gebaut. Diese Gegner auch ziemlich hart. Ich werfe einfach Granaten in jede Richtung. Ja, wobei, schwach ist der Schaden die jetzt nicht. Die Gegner, die noch übrig sind, kaputt machen, dann ist das Event vorbei. Okay. Ich mag aber die irgendwie. Ich treffe gerade nichts, ich bin gerade zu doof. Ja, der Schaden ist jetzt nicht mega gut, aber ich mach. Aber es wären zu